Mit meinen Fußballerfreunden, meinen Jungs, haben wir uns immer getroffen nach der Schule, haben auf dem Hof gekickt. Zum Beispiel auch mit Jermaine Jones von der Eintracht Frankfurt. Der hat mich immer abgeholt, bis in die Abendstunden, bis die Eltern gerufen haben, ey Kinder, hochkommen, morgen ist wieder Schule. Und so haben wir jeden Tag Fußball gespielt. Und dann habe ich irgendwann bei den Jungs angefangen, beim FC Kalbach, und habe dann 6 Jahre mit den Jungs gespielt. Mir hat es bei den Jungs total gut gefallen. Ich war total traurig, als ich nicht mehr spielen durfte nach der C-Jugend. Das war dann, da hatte ich erstmal damit zu kämpfen, dass ich überhaupt die Mannschaft verlassen musste, weil ich mich natürlich an den Jungs gewöhnt habe. Wir haben uns total gut verstanden. Und dann kannte ich nicht so viele Mädchen, die auch Fußball spielen. Also ich habe gedacht, wo soll ich denn Fußball spielen? Wo gibt es denn noch so viele Mädchen, die dann so spielen wie ich? Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen und habe erst später festgestellt, dass überall in Frankfurt, in anderen Stadtteilen auch Mädchen gibt, die Fußball spielen. Wenn man die dann alle zusammentut, dann hat man natürlich auch eine gute Mannschaft. Und so bin ich ja dann doch zum Frauenfußball gekommen. Gott sei Dank, ich hätte sehr viel verpasst. Und mittlerweile ist es ganz normal, dass Frauen Fußball spielen. Ich habe 1,5 Jahre aufgehört, Fußball zu spielen, weil ich nicht mit den Mädchen spielen wollte. Und habe dann 10 Jahre beim FSV gespielt insgesamt, also mit einer kurzen Unterbrechung. Da war ich 3 Jahre in Duisburg und davor die 10 Jahre in Frankfurt. Und jetzt spiele ich mein 5. Jahr schon beim FFC. Also ist schon eine lange Zeit, wenn man das zusammenrechnet. Männerfußball interessiert mich genauso wie der Frauenfußball. Die Faszination, als Team aufzutreten und gegen die gegnerische Mannschaft gewinnen zu wollen. Und der Ball, die Technik, die Athletik, das hat mich einfach angesprochen und meine Leidenschaft entfacht. Also aufgrund meiner Nationalmannschaftskarriere würde ich schon von mir behaupten, dass ich eine sehr gute Fußballerin bin, nach wie vor. Keine Spielerin kann bei den Herren mithalten, weil das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Eine Steffi Graf gewinnt auch nicht gegen einen Boris Becker im Tennis oder eine Basketballerin, mir fällt jetzt leider kein Name ein, gegen Dirk Nowitzki. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich habe es ja selber erlebt, anfänglich immer, Frauenfußball und so. Das ist ja auch total in Ordnung, jeder kann ja darüber denken, was er will. Aber sie werden infiziert, nimmt man die Leute dann mal mit ins Stadion, die können ja doch ganz gut spielen. Und auf einmal wächst dann das Interesse, man besucht ein zweites Mal ein Spiel, ein drittes Mal und dann hat man schon seine Meinung geändert, weil man dann doch sieht, wow, die können es ja doch ganz gut.